Holding wird weggeblockt von Loco, aber mal ganz schick. Auch heute wieder bisher zu wenig von Larsen. 0 von 3 aus dem Feld. Eriksson, schwieriger Winkel, aber er macht das Allerbeste raus. Eriksson. So, nachdem Berlin einige Zeit gebraucht hat, um hier Punkte zu erzielen, wird es jetzt doch recht happig. Eriksson mit dem Zauberwurf wieder von draußen. Und dann geht das so schnell. 9-0. Sehr starker, kräftiger Spieler. Zieler mit dem Antritt über die linke Seite. Auszeit genommen von Mladen Rijencic. Zieler wartet, trifft die richtige Entscheidung. Er ist so unglaublich gut. Also wir haben es vorhin bei dem Drive gesehen, dass er immer wieder selbst den Kontakt initiiert. Genau das Gleiche macht er jetzt hier auch. Großen Teil hier. Amazon. Man macht ihm den Weg frei und ist als Trailer hinterher, wenn man so will, und bringt den Müll am Ende noch raus. Thiemann mit einer sehr guten ersten Hälfte. Thiemann mit der ersten Aktion und Eriksson mit einem wirklich schwierigen Wurf. Stanic. Sind die Oldenburger mal aggressiver, aber dann machen sie Berliner mit gutem Passspiel wett. Also wie gesagt, das ist ein Qualitätsunterschied und zwar ein ganz enormer. Das geht nicht. Hermannsson ist da, auch da. Keine Gegenwehr. Keine Gegenwehr. Keiner, der sich auch kümmert. Bezeichnet, dass er hier mit Hollands und mit Kessel spielt. Eliub anspielt, Siva findet Landry Noko. Ja, 63-92. Bei allen Ergebnissen, die wir hier gesehen haben, ich finde, das war noch eindeutiger als Berlins erster Sieg gegen Göttingen. Alle Spiele der Easy Credit BBL und vieles mehr live bei Magenta Sport.